Hallo von uns zu einem neuen Vlog aus meinem Leben mit 5 Kaninchen in der Wohnung. Ich habe heute schon einmal komplett. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen hier und habe natürlich wieder meine tägliche Putzroutine hinter mir. Hasenbetten frisch gemacht, 2 Trommeln Wäsche gewaschen und habe so viel jetzt auch nicht, aber ich habe ein bisschen was umorganisiert im Hasenbereich für die Babys. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse, weil, naja, ich denke mir immer irgendwas dabei, wenn ich irgendwas irgendwo hinstelle und habe eine Hoffnung dahinter oder einen Gedanken. Und je nachdem, wie das dann angenommen wird und je nachdem, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert, lasse ich es dann eben oder ändere das Ganze nochmal. Emmy hat gerade so süß gegähnt. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es aktuell hier aussieht, wie ich aktuell die Schüsseln und alles so organisiert habe. Die Babys hatten ihre Hüpfungszeit und sind gerade von alleine wieder reingekommen. Lotte ist noch draußen, Erik ist ab ins Schlafzimmer. Und ich wollte euch mal zeigen, wie ich das jetzt gestaltet habe, weil ich ein paar kleine Änderungen gemacht habe. Also hier ist alles beim Alten. Ja, wer kommt denn da? Die Lotte. So, also hier ist alles beim Alten. Den tollen Hocker kennt ihr ja schon, den die Babys lieben. Dann habe ich jetzt hier diese Schüssel habe ich rausgestellt, weil ich glaube, die Holly kommt mit dem Rand da nicht mehr rein, wenn es so ein bisschen erhöht steht. Da habe ich jetzt einfach so ein Kissen rein. Dann hier haben sie eine kleine Futterstation. Dann habe ich das jetzt hier hin, in der Hoffnung, dass es benutzt wird. Dann ist ja hier das eine Teil von der Kiste, was ich zerlegt habe. Und ach, ich freue mich gerade so. Ich habe nämlich jetzt hier auch noch Teppiche hingelegt. Und die Holly ist am Erkunden und mich freut es immer so sehr, wenn die Babys irgendwas erkunden oder wenn sie rumhüpfen und wenn sie einfach aktiv sind. Das ist für mich die größte Freude. Ach, freut mich das jetzt. Also ja, auf jeden Fall hier der schmale Teppich, der war in der Wäsche. Der war auch in der Wäsche, deswegen war der pinke da. Und jetzt habe ich halt hier hinten noch einen Teppich hingelegt. Und dann hier habe ich noch eine Konstruktion. Hier habe ich halt jetzt noch so eine kleine Stufe hingemacht, damit es ein bisschen einfacher ist zum Hüpfen. Ach, da bist du, Erik. Da hat er seine Schüsseln und ja, ich habe da noch so Kisten hingestellt. So eine Erhöhung, da können sie noch drauf mit einer Decke und hier hinten die Kiste. Und heute kommen noch ein paar Kisten und dann werde ich das auch noch als zweite Ebene machen. Hier hat der Erik sein kleines Podest, wo er immer die Noppen weg hat. Und ich habe jetzt auch so ein Kissenüberzug habe ich draufgelegt, damit es ein bisschen weicher und bequemer ist. Habe ich ja auch hier, weil ich dachte, wenn die hüpfen, dass es halt nicht so rutschig ist auf dem Plastik, dass sie nicht ausrutschen, habe ich das hier drauf. So, die Holly lässt sich schmecken und die anderen sind wieder raus. Lotte ist hier und putzt sich und ich glaube, der Bruno und die Emmy sind auch wieder raus. Und den Tunnel hatten sie ja schon, wo sie immer durch sind, aber jetzt haben sie halt hier noch. Und hier, das ist so eine Art Buddelkiste mit Heu. Da können sie so ein bisschen buddeln und schieben. Dann haben sie ja hier ihre Plätze. Und hier die Kiste habe ich noch gemacht. Da kann der Erik dann immer rauf und runter und hin und her springen. Und hier ist die andere Futterstation mit Ästen zum Knabbern. Und noch ein paar frische Kräuter. Beziehungsweise so frisch sind die gerade aktuell nicht mehr. Da muss Nachschub her. Und hier haben sie auch noch ihre Kräutertöpfe stehen. Die sie, wie man sieht, auch gut angenommen haben. Es geht so ein Wind, herrlich, wirklich richtig schön. Ich genieße das Wetter total. Gut gefüllt, auch wieder Zinnkraut für die Lotte. Oh, ich liebe es wirklich, diese Temperaturen, perfekt. Ich habe es ja gestern schon gesagt, aber so könnte es wirklich bis zum Herbst weitergehen und dann wieder kühler werden.
Wunderbar. So schaut's aus, wenn ich vom Spaziergang wiederkomme. Volle Tüte, Zweige und die Taschen voller Kiefernzapfen. Neue, frische, wo ich noch nicht drauf getreten bin, für die Babys zum Spielen. Da habe ich noch welche, ein paar sind schon rausgeputzt aus der Tasche. Dann wird die Futterstation neu bestückt. Das ist schon mal fürs Abendessen, da haben wir auch noch einen Zweig. Wer kommt denn da? Genau im richtigen Moment, Schatz. Ich wollte nämlich dein Auge tropfen. Jetzt ist er aber etwas alarmiert. Hoppasa. Hoppasa. Und einmal kuscheln. So, ich habe nochmal umgeräumt. Also der Pflanzentopf steht jetzt hier in der Ecke. Finde ich richtig schön. Dann habe ich hier jetzt doch wieder diese Schale weg, weil die war irgendwie total störend. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier so lasse mit dem Kissen. Bisher hat sich noch keiner reingesetzt. Oder ob ich da wieder die lila Schale reinstelle. Schaue ich mal, wie es angenommen wird. Ansonsten ist alles wie gehabt. Und im Schlafzimmer habe ich jetzt einmal hier die Kisten. Dann ist hier jetzt die Kiste. Da kann der Erik drauf springen. Da hat er die Schüssel. Und dann sind hier die Lotte und der Erik. Hat er hier sein Betty. Und da hinten hat er auch noch mal eine Ebene. Da kann er dann auch noch drauf springen mit Decke. Bananenbrei. Lotte. Also ich finde, dass solche Kräutertöpfe, die bringen irgendwie sowas Schönes rein. Und lockern das Ganze so richtig auf. Also ich finde das richtig schön. Und die Babys können halt je nach Bedarf, können sie sich selbst bedienen und können sich selber was pflücken. Und hier finde ich, macht auch so eine richtig schöne Ecke, macht es so richtig lauschig und gemütlich. So, ich bringe der Lotte mal den Bananenbrei. Ach, schaut her, die Holly isst schon einen Basilikum. Die ist schon an der Selbstbedienungsbar. So süß. So, der Bruno ist geflüchtet. Da haben wir nämlich den Erik. Und Holly kümmert sich wieder rührend. Erik spielt übrigens auch mit den Zapfen. Finde ich immer so süß, wenn sie mit diesen Zapfen spielt. Und Holly kümmert sich wieder rührend um die Lotte. Die hat gerade ihre Ohrentropfen bekommen. Und jetzt braucht die Lotte Liebe. So, Erik, bist du endlich da? Du und dein Schlafzimmer. Oh. Magst du jetzt auch mal Abendessen essen? Hm?
Erik hat immer so seine eigenen Zeiten. Er isst zu anderen Zeiten, er will zu anderen Zeiten hüpfen und er schläft zu anderen Zeiten. Wenn die anderen hüpfen, dann schläft Erik. Ja, wer sitzt denn da im Regal auf dem Kissen? Die Emmy. Ja, du? So, jetzt isst der Erik auch endlich mal was. Seit dem Frühstück hat er nichts mehr gegessen. Zumindest habe ich nichts gesehen. Außer er hat gegessen, als ich pflücken war. Aber ja, wie gesagt, der Erik hat seine eigenen Essens- und Schlafens- und Hüpfenszeiten. Ja, Erik. Bis morgen, wir freuen uns auf euch. Tschüss.